Hallo, heute gibt es Rosenkohl à la Creme mit Entenbrust. Seid dabei. Und hier haben wir sie, die zwei schönsten Entenbrüste aus Mecklenburg-Vorpommern. Jo, erstmal schön abtupfen. Hier nochmal ein Aufruf an alle Küchenrollenhersteller. Wir suchen ein Sponsoring. Okay, Tim, was hast du dazu? Ja, wo seid ihr? Ja, wo seid ihr? Meldet euch, ne? Von beiden Seiten richtig schön abtupfen. Freunde, ich tupfe und dann hat sich's ausgetupft, dann geht's nämlich weiter. Heute zu Besuch für dieses Gericht Rosenkohl und Paprika. Aber als erstes würzen wir erstmal unsere Entenbrüste. Ach, ihr seht einfach toll aus. Also, was das heute noch werden will, wird's. Tim, was meinst du? Ich glaube, das wird unfassbar lecker. Ich sag dir. Und das Gute ist ja, ich glaube, das Rezept kennt so gut wie noch keiner. Nee, das kann gut sein. Lass uns schnell weitermachen. Entenbrüste gewürzt, ja. Was soll die leere Pfanne? Die legen wir erstmal voll mit unseren beiden Gänsebrüsten und lassen die erstmal schön ein bisschen anbraten. Ohne Fett. Ohne Fett. Bitte kein Fett nehmen. So. Ich will euch das kurz mal zeigen. Guckt mal, seht ihr, was sich hier bildet? So langsam. Die Entenbrust lässt hier so richtig schön Fett. Und das bei unterster Hitze erstmal schön rauskitzeln. Und Jörg, was ist noch wichtig? Richtig, als erstes auf Hautseite braten. Auf jeden Fall. Dieser Vorgang sollte 12 bis 15 Minuten dauern. Wir zeigen kurz mal nach 5 Minuten das Ergebnis. Nee, das möchte ich nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis es richtig schön knusprig und außen einwandfrei ist. Vorher passiert hier gar nichts. 10 Minuten sind vergangen. Ein bisschen Thymian mit rein und Rosmarin und Orange. Wird richtig schön saftig. Könnt ihr mir glauben? Gefällt es dir? Daumen nach oben! Das Ganze lassen wir jetzt circa noch 3 Minuten einwirken. Und nach 12 Minuten, drehen wir das Ganze und lassen das von der anderen Seite auch nochmal 2 bis 3 Minuten anrösten. 15 Minuten sind vergangen. Wir nehmen die Orangen raus. Die haben auch nochmal ein bisschen Saft und Fruchtigkeit gebracht in die ganze Sache. Dazu kommen jetzt die Entenbrüste auf unser Blech. Das Ganze geht jetzt für circa 20 Minuten in den Backofen bei Tim. 180 Grad Umluft. Schlaues Kerlchen. Ins Entenfett kommt unser Rosenkohl und den lassen wir erstmal richtig schön andünsten, ab und zu immer mal ein bisschen umrühren bei unterer Hitze. Ich habe hier ungefähr 0,1 Liter Entenfond. Ja, sowas lege ich mir mal weg, ne? So, einmal kurz richtig kräftig. Oh, ich habe einen Wunsch an dich. Bekomme ich ein Abo von dir? Danke. Wichtig auch den Rosenkohl salzen. Und Pfeffern. Es kommt nachher noch eine Zutat dazu. Das Ganze noch einmal umrühren und auf unterster Hitze erstmal weitergaren. Wir sehen uns gleich. Rosenkohl hat schon eine schöne Farbe. Um noch mehr Farbe reinzubringen, kommen 100 Gramm Paprika nochmal kurz für 2 Minuten mit hinzu. Und dann geht es sofort weiter. Wer will, kann jetzt natürlich noch ein bisschen Muskat reinmachen. Oder Tim, was könnte man noch ranmachen? Auf die Schnelle wüsste ich nichts. Ach so, danke schön, ja. Gut, Semmelbrösel hätte ich gesagt, ne? Ah, gute Idee. Ja, knirscht ab und zu im Getriebe, aber schmeckt lecker. Ne? Ich habe hier 0,3 Liter Sahne. So. Jetzt wird es richtig cremig. So, und da geben wir noch ein klein bisschen Futter, ungefähr circa 3 Minuten. Und dann schauen wir wieder mal rein. Perfekt angeköchelt. Ihr seht ja, auch
Die Soße hat eine schöne Bindung und kommt noch ein bisschen Petersilie mit drauf. Wir nehmen alles. Ja, das Ganze gut vermengen. Seid gespannt, jetzt wird angerichtet. Hier ist uns etwas Wunderbares gelungen. Krosse Entenbrust, Rosenkohl mit herrlichen Paprika. Dazu richtig schöne Kartoffelknödel und eine herrliche Soße. Was wollt ihr mehr? Das waren die Mecklenburger Kochbuben. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.